Schönauer am Tag nach der großen Flut. Ich bin bei Francesco. Sein Haus liegt ziemlich weit oben am Hang, Vorbergstraße. Und es ist quasi im gesamten Erdgeschoss überschwemmt. Hinter uns sieht man das Wohnzimmer. Das war das Wohnzimmer? Wohnzimmer und Küche, ja. Wohnzimmer und zusammen, Küche, ja. Überschwemmt. Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Das ist passiert, Samstag, glaube ich, auf halb sieben, sowas. Sechs, halb sieben. Wir waren mal draußen, wir haben mit meinem Schwager, wir haben das Wasser rausgemacht. Und dann auf einmal ist von hinten die ganze Hölle los passiert. War so schnell, wir hätten nicht was machen. Wir sagen, wie schnell wie möglich haben wir die Kinder hoch und den ersten Stock gebraucht. Und dann haben wir gewartet, bis jemand uns zum Helfen kam. Und wir konnten nicht rauskommen. Ja, war so leise, es ist von hinten auf einmal gekommen. Wir waren mal vorne, wir wollten mal das Wasser alles rausmachen. Und dann mein Schwager hat gemerkt, hinten kommt so viel Wasser. Und dann schnell war die Brücke runter. Und dann auf einmal ist es von der anderen Seite, wo die Garage steht. Wo habt ihr die Nacht verbracht? Die Nacht haben wir gebracht, Gott sei Dank, hat die Gemeinde hat bei uns ein Zimmer gegeben, bei Bugenhaus in Schönau, wo wir sagen wir jetzt noch. Und sagen wir so, voll zufrieden mit, warum wir hier in Schönau in König sind. Das sind alle super Menschen und der versucht dir zu helfen, wie der kann. Wie kommt das jetzt alles wieder raus? Wer macht das alles raus? Die ganze Gemeinde macht das mit den ganzen Leuten, was uns helfen. Die ganze Firma, was hier in Berchtesgaden schon auch gibt, in Berchtesgaden. Der weiß nicht genau, die Firma, die heißt, ich muss nur Danke sagen, hat bei uns nicht den Steck gelassen, der hilft uns und das ist super. Was glaubt ihr, wie lange das dauert, bis ihr es draußen habt? Weiß ich mal noch nicht, warum der wird gecheckt, wann kann man wieder noch wohnen hier drin. Der dauert einfach. Und momentan, wir kriegen mal diese Zimmer, sind wir da. Und dann schauen wir mal, wir schauen mal Stück für Stück, Tag für Tag, wie weit es ist. Wir sind optimistisch, ich glaube, der funktioniert. Also muss erst noch mal geschaut werden, ob das Haus überhaupt stehen bleiben kann. Genau das ist, der wird gecheckt. Ich schätze schon, warum. Normalerweise das Schlimme ist hier in der Küche, sagen wir, also Küche im Wohnzimmer. Dann Keller ist in Ordnung, oben ist auch in Ordnung. Ich finde, wir hätten wir schon noch mal da wieder reinkommen zum Leben. Aber ein bisschen mal, schauen wir mal. Hast du schon mal sowas erlebt hier? Nein, ich lebe hier in Deutschland seit schon 25 Jahren. Und in Italien bin ich gewachsen, bei mir daheim. Sowas habe ich nie im Leben gesehen. Erstes Mal. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.